Hallo und herzlich willkommen zurück zu Siberia, the World Before. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja einige Schwierigkeiten leider mit der Reparatur. Und dann habe ich hier diesen Uhrenturm, was glaube ich, gefunden. Da würde ich mich jetzt gerne mal umschauen, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass wir irgendwas anderes Die auch machen Ersatzteile für die müssen. Automaten auf dem Platz. Hatten die auch Federn? Ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern. Also waren das auch so Vögel? Mit dir können wir auf jeden Fall noch reden. Ich komme gerade vom Turm. Sie können Frau Beckmann sagen, dass dort oben alles in Ordnung ist. Der Mechanismus ist in perfektem Zustand. Der Wartungsmitarbeiter sagte Dana, dass es irgendwo in diesem Raum einen Zugang zum Uhrenturm gibt. Okay, was hat sich denn jetzt hier geändert? Kate, das mechanische Orchester, das ist klar. Die Automaten auf dem Platz reparieren. Uhrenturm. Den Aufzug zum. Ach so, den Aufzug zum Turm finden. Okay. Das hat sich nur geändert. Oh, ich habe oben schon alles überprüft. Es bringt nichts, wenn Sie darauf gehen. Es wäre schön, wenn ich bis oben auf den Uhrturm steigen könnte. Der Mechanismus soll unglaublich sein. Ja, dann gibt es keinen anderen Weg oder soll man mit ihm nochmal sprechen? Na los, gehen Sie schon. Hier können Sie nicht einfach so rumlümmeln. Gehen Sie Ihren Bericht für Frau Beckmann schreiben. Es gibt hier nichts mehr zu tun für Sie. Das heißt, das bringt uns scheinbar jetzt hier nicht so wirklich weiter. Ich sollte zurück zu Frau Beckmann gehen. Ja, dann werden wir mal gucken, dass die Gute uns eventuell helfen kann. Zeitwechsel. Sie müssen das im Dokument beschriebene. Es liegt an Ihnen. Ach so. Das heißt, ich würde jetzt quasi. Hier endet der Bericht. Da steht nicht, was als nächstes passiert ist. Ich glaube, er enthält alle Informationen, um die Mechanismen auf dem Platz zu reparieren. Ja, ich wollte gerade sagen, damit beende ich das Ganze dann, so wie es aussieht. Das möchte ich natürlich nicht machen, weil wir uns die Sachen dann wahrscheinlich hin und wieder nochmal angucken müssen. Speziell diese Automaten halt. Ja, das heißt aber doch, dass wir dann mit ihr eigentlich was machen müssen. Gut, sie kommt jetzt hier nicht rein. Okay. Die zweite Tür scheint hier auch irgendwie nicht zu existieren. Keine Ahnung. Das Komische ist ja, dass ich immer noch mit dem Typen sprechen soll. Beziehungsweise, dass ich generell mit dem Typen sprechen soll. Aber das hat ja nicht geklappt. Das habe ich ja schon in der letzten Folge probiert. Wo sind die Stufen? Da. Vielleicht wird das jetzt irgendwie ausgelöst, dadurch, dass wir jetzt das gemacht haben. Keine Ahnung. Ich probiere es nochmal. Ob ich jetzt mit dem reden kann? Nö, immer noch nicht. Kann ja auch nichts. Ich kann mal mit Klingel, aber. Entschuldigung. Hallo? Nein. Was denn noch? Dein Ernst jetzt? Es gibt nur ein Problem. Selbst wenn ich es schaffe, alle Teile des mechanischen Orchesters zu reparieren, muss ich immer noch das Klavier richtig spielen. Und ich habe seit der Schule nicht mehr Klavier gespielt. Mom hat mir eines gekauft, als ich klein war, aber richtig gut war ich nie. Keine Sorge, Sie müssen keine Virtuosin sein, um den Mechanismus zu aktivieren. Das mechanische Orchester kommt heraus, wenn Sie alle Noten spielen. In der richtigen Reihenfolge. Aber der Rhythmus ist egal. Sie müssen nur Noten lesen können. Okay. Warum soll die Akademie schließen? Ganz einfach. Wir haben keine Studenten. Keine Studenten, kein Unterricht. Kein Unterricht, keine Akademie.
Und warum gibt es keine Studenten, wenn das keine dumme Frage ist? Weil der Bürgermeister uns die Mittel gekürzt hat, mit denen unsere Institution einst Weltruhm erlangte. Warum hat er das getan? Knapper Haushalt offenbar. Also kein Personal, keine Studenten. Keine Studenten, kein Unterricht, kapiert. Aber ganz unter uns gesagt, meiner Meinung nach ist das nur eine Ausrede, um uns aus dem Gebäude zu drängen. Und warum sollte das jemand wollen? Damit andere reich werden. Gierige Bauträger, die unsere Institution in Läden aufteilen wollen, in Apartments und Büroflächen. Genau wie bei allen anderen Gebäuden rund um den Musikplatz. Ja, passiert leider sehr häufig. Sie sind wohl nicht von der Modernisierung des Platzes begeistert. Der Stadtrat hat es in seiner großen Weisheit für veraltet und unberechenbar befunden, dass die Musikautomaten vom besten Studenten der Akademie ausgelöst werden. Oder von einem Solisten oder Virtuosen von auswärts. Ganz zu schweigen von Straßenkünstlern, die ziehen keine Touristen an. Nein, sie wollen die Aktivierung des mechanischen Konzerts elektronisch und über Computer steuern. Damit es regelmäßig abläuft, wie bei einer Zirkusnummer. Wurde es gemacht? Oh, die Gespräche zogen sich ewig hin, aber nichts wurde je unternommen. Und so wurde der Platz immer mehr vernachlässigt. Und die mechanischen Automaten begannen zu verfallen. Dann mache ich mich auf den Weg. Ja. Und viel Glück mit den Mechanismen. Okay, zumindest konnten wir noch mal eine Sache streichen. Ja, mit der Klingel, das war jetzt natürlich ganz doof. Ehrlich gesagt habe ich jetzt den Punkt gesehen, aber beim letzten Mal gar nicht drauf geachtet, als ich mit dem gesprochen hatte. Okay, das bringt uns jetzt aber trotzdem nicht weiter. Es sei denn, natürlich, dass dadurch vielleicht irgendwas anderes jetzt hier ausgelöst wird. Das Problem ist halt... Ich würde die Tür gerne zumachen. Aber hier oben fehlt auch immer noch der Knauf. Das ist ja auch noch so ein Problem. Ja, geh da rein. Wir haben von ihm jetzt auch nichts bekommen, ne? Keinen Knauf oder so. Können wir ihm als Knauf? Ich verzweifle, dass ich hier helfen kann. Ja, das denke ich auch nicht, leider. Oder natürlich... Was ich mir vorstellen könnte. Ich dachte gerade schon, hier unten ist der Knauf. Kann man nicht sowas nehmen, ja? Was ich mir eventuell vorstellen könnte, dass in den Klamotten da drin, also die Kisten, dass da vielleicht doch noch irgendwo so ein Knauf drin ist. Also wir haben die ja kein zweites Mal untersucht. Wir haben die zwar einmal untersucht. Oder vielleicht... Jetzt erst, nachdem wir da jetzt dran waren, dass dann so ein Knauf kommt. Keine Ahnung. Das ist also die berühmte Musikakademie Wagen? Okay, anscheinend nicht. Die habe ich mir anders vorgestellt. Aber da oben das Päckchen, das ist so irritierend irgendwie. Ich will wissen, was in diesem Päckchen drin ist. Ich kann ja auch nichts runterholen oder so. Wenn ich den nochmal störe, dann dreht er wahrscheinlich total am Rad. Wir können noch mal da reingucken, aber... Hier kann man noch nichts machen. Ich meine, das haben wir ja schon gelesen. Können wir noch mal mit dir sprechen? Ich sagte doch schon, ich habe zu tun. Ja, Entschuldigung, okay. Anrufen, das hatten wir ja auch alles. Hier unten haben wir auch nichts mehr. Du musst doch irgendwoher diesen scheiß Knauf bekommen. Da war jetzt auch nichts, wenn wir die Treppen hochgehen, ne? Da konnten wir jetzt auch nichts einsammeln oder so. Hallo? Ach nee, das war ja alles verschlossen, ne? Hm.
Wenn der Bericht stimmt, wird ein Fähnchen ausgeklappt, wenn der entsprechende Mechanismus läuft. Schade. Das hätte mir helfen können, sie zu finden. Okay. Kein Knopf. Kann man hier irgendwo was abbrechen oder so? Ich glaube nicht, dass ich das direkt öffnen kann. Nee, also wenn ich das richtig verstanden habe, soll sich da ja irgendwas in Bewegung setzen, damit die Dinger hier aufgehen. Kann jetzt auch sein, dass es damit nichts zu tun hat. Dass das nur damit zu tun hat, ob die anderen spielen, diese ja, Statuen, sag ich mal. Wir haben hier eins und das andere, das ist das, was zu war. Was ist denn, wenn ich mich da vertan habe? Wenn die ist halb, eins, zwei. Ich habe aber eigentlich immer versucht, genau, also ich müsste das nehmen, eins, zwei, drei, vier. Wenn ich jetzt hier nochmal wechsle. Also es müssten vier Zahlen Unterschied sein. Moment. Das war, glaube ich, das erste, oder? Wo der jetzt dran steht. So, dann hätten wir eins, zwei. Ja, okay, das müsste ich andersrum machen. Also sieben. 6 wäre dann halb. 5, 4. Achso, 4. Moment. Ich habe mir 3 auf... Nee, Moment. Ich hatte 4 aufgeschrieben, doch. Das war jetzt der andere Code. Das war der vom Anrufen, was ich gerade meinte. Was ist denn, wenn das aber nicht stimmt? Das Problem ist, ich würde das gerne zuklappen können. Aber hier ist nichts. Ich kann auch nichts halten oder so, dass das zugeklappt wird. Nein! Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich wollte gerade die Kamera bewegen, um links irgendwie ein bisschen weiter nach links zu kommen, ob man da vielleicht irgendwas drehen kann oder zuklappen kann. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Aber 1, 9, 7, 3. Das ist aber genau das... Nee, das ist nicht das. Quatsch. Ich hatte 0864 hatte ich aufgeschrieben. 086. Okay, das ist in die falsche Richtung. Moment, dann schreibe ich mir das mal auf. Oh. Ich habe aus Versehen gewechselt. 1973 auf jeden Fall. So. Gut, ich probiere es jetzt nochmal. 1973. 1973. Das ist im Endeffekt alles eins hoch, bis auf die Seite. Die muss ich eins hoch. Nein. Okay. Wenigstens. Ich will jetzt nicht sagen, kommen wir hier weiter, aber wenigstens ist das Ding schon mal offen. So, okay, Moment. Die hatte ich mir jetzt aufgeschrieben, aber nicht auf welcher Höhe die jetzt genau waren. Dann schauen wir hier... Ja, dreh dich doch einfach. Komm. Dann schauen wir hier nochmal genau nach. Also, unter dem C sind 2 frei. Das G ist ganz unten. Unter dem D ist 1 frei. Und dann unter dem A sind 4 frei. So. Jetzt nehmen wir nochmal. Die Frage ist jetzt nur, wie machen wir das jetzt hier? Okay, das Ding können wir anscheinend... RT. Ah, das können wir bewegen. Auch nach links, rechts. Dann ist auch 2. Ah, ja, dann glaube ich, verstehe ich, wie das geht. Moment, das G muss tiefer. Das heißt, nein, 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 nein. Geh hier rein. Eins zurück und das dann wiederum eins tiefer. Kann ich das da drüber schieben oder muss ich das dann erst... Nee, okay, dann muss ich das erst wegmachen. Das heißt, das raus und da rein. So.
Und dann habe ich quasi Quatsch gemacht. Beziehungsweise, naja, Quatsch gemacht jetzt nicht direkt. Moment, kann man hiermit? Ah ja, damit kann man die einstellen. Hier müsste ja eigentlich das G hin. Das kann ich schon mal machen eben. So, dann das einmal raus und einmal das C muss eins höher. Komme ich da? Ja, da komme ich mit hin. Das C bleibt auch ein C. Nur eins. Ach so. Das habe ich jetzt doof abgelegt, ehrlich gesagt. Okay, machen wir das nochmal zurück. Machen wir das erstmal eins höher. Ich hoffe, ich drücke das jetzt nicht runter, wenn ich das jetzt nach unten mache. Ihr versteht jetzt nicht, was ich meine, aber ich weiß, was ich damit meine. Okay, also das setze ich erstmal runter. Und jetzt die Probe auf... Ah, ich habe es geahnt. Okay. Ja, das wird jetzt noch lustig werden. Der hat auch nur zwei, wobei der... Ach, Moment, der hat drei. Okay. Ja, das ist gar nicht so doof. Das heißt, dass ich mit dem das G nach ganz unten setzen muss, wenn ich das richtig im Kopf habe, beziehungsweise richtig aufgeschrieben, nicht richtig im Kopf. Dann raus und dann müssen wir einmal die Seite, wo ich von hier aus nicht rankomme, nach ganz unten setzen. Moment. nee, das ist... Ja, lass bloß. Ich will das da reinmachen. Komm, komm. Oh Mann. Okay, das mache ich jetzt erstmal nach unten. So, eins raus und nach oben. So, der müsste auf A gestellt werden. Das könnte ich ja auch schon mal eben... Nee, andersrum. Könnte ich ja auch schon mal eben machen, wenn er denn auf A gestellt werden wollen würde. Wieso kann ich ja kein A einstellen? Weil A unten ist. Na gut, okay. Das muss ich 1, 2, 3, 4 frei. Ich denke mal, dass ich das dann auch wieder zurückziehen muss. Und das... Nee, ich will das nicht drehen. So. Das muss 1 frei haben, aber da muss D drin stehen. So. So. Kann ich jetzt das Knöpfchen drücken? Irgendwas passiert. Ja! Oh, mein Gott. Kate Walker. Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein, um zu vollenden, worum der Rektor Sie gebeten hat. Danke, Oscar. Aber ich muss immer noch die anderen Mechanismen finden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das hat aber schon mal funktioniert. Das ist sehr geil. Das heißt, dass wir dann jetzt... Theoretisch, ich weiß nicht, ob wir das ins Gleiche reinmachen können. Moment, dann gehe ich jetzt mal. Da hinten ist das zweite. Darf ich hier überhaupt gucken? Das ist jetzt die große Frage. Es ist nämlich zu und ich kann hier nichts sehen. Typisch, dass ich den abkriege. Das ist natürlich eine scheiß Perspektive. Ich kann auch anscheinend nicht irgendwie auf Y drücken hierbei. Ich will nicht mit dir reden. Ich will... Oder muss ich die alle so einstellen? Das kann natürlich auch sein. Wobei ich mir dabei jetzt nicht so sicher bin. Moment, jetzt muss ich das nochmal... Ich hatte das jetzt umgedreht, damit ich dann neue Sachen eingeben kann. Ach so, hier fehlt aber auch der Knopf, ne? Stimmt, hier fehlt auch der Knopf. Und dann ist natürlich die Frage, was ist richtig? Muss das so eingestellt werden? Dass, also sind die gleichen Mechanismen auf jeden Fall? Wenn ich A drücke, passiert natürlich nichts. Etwas stimmt nicht. Ja, ja, das habe ich auch schon... Hm.
Ja, jetzt war ich so begeistert davon, aber wir müssen immer noch den Knopf finden. Also das ohne geht es überhaupt nicht. Dann wissen wir natürlich noch nicht, was das für einer ist. Also ob das der gleiche Code ist oder ob das ein anderer Code ist. Da können wir nochmal drüber nachdenken, aber das bringt uns wahrscheinlich jetzt hier auch nicht weiter. Nutzen Sie die Gelegenheit. Ich habe den Mechanismus offen gelassen. Ich denke, dass es der gleiche ist. Das Problem ist halt nur, wo kriege ich diesen scheiß Knauf her? Ach so, Moment. Aber da kam, glaube ich, nur ein Fähnchen raus eben, oder? Da kam... Also ich habe gesehen, dass da ein Fähnchen rauskam, aber da kam jetzt nichts, dass man irgendwie einen Knopf rausnehmen könnte oder so, glaube ich. Ja, es wäre schön, wenn du dann auch mal auf die Treppe gehen würdest. Mädel. Oh, endlich. Das war hier. Nee, es kam nur ein Fähnchen, aber nichts, was ich jetzt... Ah, ich könnte schon wieder so durchdrehen gerade, ehrlich. Automaten, Mechanismus in der Uhr, also im Uhrenturm. Den Aufzug finden. Naja gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, Aufzug finden, ob das mit Kate sein soll oder mit ihr. Also mit der anderen. Kann ich jetzt nochmal mit ihm sprechen? Wahrscheinlich nicht, ne? Obwohl, das mit dem Knopf, das hatten wir ja vorher schon. Das Problem ist, es wird uns wahrscheinlich keiner helfen. Oder wenn wir den Uhrenturm irgendwie betreten können, dass uns dann jemand helfen kann. Das kann natürlich auch sein. Das, Moment, da können wir auf jeden Fall reingehen. Diese Marke breitete sich in ganz New York aus, als ich aufbrach. Und jetzt hab... Ja, Entschuldigung, ich habe das jetzt mit der Marke abge... In dem Bericht steht, wir kommen durch dieses Gebäude an den Mechanismus des Uhrenturms heran. Durch das, was heute... Der Aufzug, den Dana bei ihrer Inspektion sah, muss genau hier hinter der Tür sein. Ich muss einen Weg hineinfinden. Okay, versuchen wir erstmal den Typen freundlich zu belabern. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Nun, ja... Ich müsste mal in Ihr Hinterzimmer. In meines? Wenn ich dürfte... Tut mir leid, das ist für Unbefugte streng verboten. Und warum wollen Sie da überhaupt rein? Es scheint, dass sich in Ihrem Hinterzimmer der einzige Zugang zum Uhrenturm befindet. Dort muss ich hin. Tut mir leid, aber das ist gegen die Vorschriften. Das kann ich nicht zulassen. Okay, danke trotzdem. Okay. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Ja, spontan würde ich sagen, vielleicht kann uns unser kleiner Freund ja helfen. Mitarbeiter des Monats, überragende Leistung, ja, und ein kleiner Korinthenkacker, wenn man so möchte. Ich gucke mich allerdings noch mal kurz hier im Geschäft um. Betreten, wird er wahrscheinlich meckern. Der Aufzug, den Dana bei ihrer Inspektion sah, muss genau hier hinter der Tür sein. Ich muss einen Weg hineinfinden. Ja, okay. Dann verlassen wir erstmal das Gebäude. Vielleicht kommen wir auch, das wäre jetzt auch noch eine Alternative. Ach, lauf doch einfach mal. Vielleicht kommen wir auch durch einen Nebeneingang da rein. Die Tür haben wir hier schon mal. Das sieht schon mal gut aus. Da sollte ich durchpassen, wenn ich raufkomme. Ja, kann sie denn einfach draufklettern? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Okay. Schieb, 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 schieb. Wieso will die nicht schieben? Ja, ich bin schon die ganze Zeit den linken Stick am Drücken. So,
Dann betätigen wir uns mal wieder als Einbrecher. Gut. Jetzt muss ich nur den Aufzug zum Uhrenturm finden. Muss ich Sie daran erinnern, dass wir hier unerlaubt eingedrungen sind? Der Mitarbeiter wird sehr überrascht sein, wenn Sie aus seinem Hinterzimmer kommen. Laut dem Bericht sollte der Aufzug dahinter sein. Hoffen wir, dass er nicht zugemauert wurde. Scheinbar nicht. Also sieht zumindest nicht so aus. Die Frage ist nur, können wir das Ding hier wegziehen? Ich kann nämlich jetzt hier nicht. Und diesmal gucke ich auch mit rechts und links, ob ich irgendwas machen kann. Ich will es nicht durchsuchen, ich will es wegschieben. Kann ich hier? Nein, dreh dich. Dreh dich. Och, bis die sich mal gedreht hat, ne? Okay, also. Ja, so wie es aussieht, können wir das jetzt auch nicht auf die Schnelle machen. Schade, ich dachte, ich könnte das so schön aufmachen, in den Aufzug reinsteigen und dann, ja, direkt mal einen kleinen Cut machen, aber ich würde sagen, da das so aussieht, als ob ich mich jetzt hier doch noch ein bisschen mehr umsehen muss, vielleicht muss ich hier irgendwas machen, dass ich den wegschieben kann oder so, müsste ich mal schauen, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen, weil, ja, das scheint dann doch noch eine etwas größere Sache zu werden. Ich schau mal eben hier, ne, da steht einfach nur, dass ich da rein muss. Ja, ich möchte mich ja ein bisschen an die Zeiten halten, deswegen sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Ciao!